Uttana Kurmasana ist die in horizontaler Schlage ausgestreckte Schildkröte, manchmal auch bezeichnet als Schildkröte mit Gesicht nach oben. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotussitz. Aus dem Lotussitz heraus gibt die Arme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und gibt dann die Hände entweder unter das Kinn oder hinter den Nacken. Das könnte man auch sagen, ist Upavishta Uttana Kurmasana, die sitzende Schildkröte mit Schauen nach oben. Du kannst jetzt aber auch Supta Uttana Kurmasana üben, indem du dich nach hinten rollst und dann weiterhin probierst, die Hände an der Wange zu lassen oder sogar hinter den Nacken zu geben. Es gibt noch weitere Formen von Uttana Kurmasana. Einige werden davon erläutert in dem Buch Encyclopedia of Traditional Asana von Garote. Auf eine gewisse Weise könnte man sagen, jede Schildkröte ist auch Uttana intensiv gedehnt. Und Rafaela wird einfach zum Schluss nochmals die Schildkrötengrundstellung machen. Also Beine ausgestreckt, Knie gebeugt, die Arme durch die Unterschenkel hindurch und dann die Handflächen auf dem Boden, Fersen nach vorne. Und im Grunde genommen würden wir heute diese Stellung am ehesten als Uttana Kurmasana bezeichnen, weil sie die intensiv gestreckte Schildkröte ist. Eben im Gegensatz zu die Schildkröte mit gefalteten Händen oder Schildkröte mit Füßen hinter dem Kopf, sind hier die Rückseite der Beine, Gesäß und Rücken besonders intensiv gedehnt.